Mit einem Blick auf die Kleine, unsere Finanzen, geht's heute weiter mit FIFA 23 und wir starten in die Saison 2 und wollen natürlich nachrüsten. Wir müssen natürlich nachrüsten. Da haben wir schon den Transfer, haben wir schon den 30.07. Haben wir schon soweit? Ja, 1.07. genau. So. Ich werde mal kurz gucken. Nein. So, Teamzentrale. Wir müssen nämlich ein bisschen den Kader verkleinern. Auf Leihliste setzen. Ein bisschen Kader zumindest wird wieder kleiner kriegen. John muss die Leute, nicht Javi. Da beginnt der Transferperiode. Der wird den Club jetzt hier verlassen, ne? Zu Sporting wechseln. So. Deswegen wird jetzt der ein oder andere gehen. Ich möchte mir jetzt einen Wunschspieler holen. Ich weiß, es ist eigentlich kein Baske. Ja, ich weiß. Ich guck mal, wie die Ablöse, ob ich ihn kriege. Weil ich will Dani Olmo verpflichten. Jetzt für Spanier. Der kostet auch nur. Was habe ich denn? Wie viele Millionen habe ich? Ich möchte ihn aber gerne verpflichten. Wir haben 96 Millionen auf der Hand. Ich möchte den Zehner verpflichten, definitiv. Ich weiß nicht, ob Pepin gehen wird. Oh ja, nehmen wir doch das Angebot an. Das möchte ich gerne haben. Ja, kommt eigentlich aus der Gegend Barcelona, aber ich möchte ihn halt gerne verpflichten als Zehner. Möchte die Frage, ob sie mit ablehnen? So, jetzt Frage 200.000 möchtest du haben? So, jetzt bitte. Und damit wird tatsächlich das erste Mal ein Spieler weg von der Liste kommen, der eigentlich kein Basque ist. Er ist zwar Spanier, kommt wie gesagt aus der Gegend, aus Terrasca in Katalonien, bei Barcelona. Aber trotzdem möchte ich ihn verpflichten. Aber ja, ist halt einer, der definitiv den Unterschied machen kann und wir brauchen solche Spieler für die Champions League. Dani Olmo kriegt nicht die 22, ich will eigentlich auch die 25 haben. Also 10 hat auch noch, gut. 70 Millionen hat er gebracht, aber ist egal, ist nicht schlimm. Aber es ist ein absoluter Wunschspieler gewesen und ich wollte ihn unbedingt verpflichten. So, Maurice wird natürlich klar. Damit ist klar, dass Sanchez natürlich eins nach hinten rutschen wird, weil wenn sie dort aus dem Kader rausgehen.
so, Sunshit. Entwicklungsplan, der wird auf jeden Fall auf die 6 gehen. Also, 6er lernen. Die 6er lernen. Wie lange geht das jetzt? 22 Wochen, das geht ja noch. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass der Kader so ein bisschen ausgebaut wird. Ausgedünnt wird noch. So viele Kandidaten natürlich jetzt. Jahresleihe zu Bell, ja. Delegieren. Was wird denn der bringen? Fällt mir Marktwert zu Belgia. Wir verhandeln mal mit den Jungs. Die haben doch bestimmt diese Kohle. Ich meine, das ist natürlich ein Sechser, der verloren. Neue Transferangebote. Vergiss es. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht den Spieler loswerden. Gorka Goruseta. Guck, ich habe ja Dami Olmo auf der Dings. Oder 23? Komm, mal 23 draus. Gegenangebot. Und er wird für 22 Millionen nach zur ersten Villa wechseln, zumindest wahrscheinlich. Boah. Was habe ich denn noch an Kohle jetzt? 10 Millionen, okay. Transferangebot für Simon. 30 Millionen bis Alvaro Morata. Abgelehnt. Weil das ist, erstens ist das ein Spieler, der du musst besser werden. Eine Laie hilft dir definitiv mehr. Du musst besser werden. So. 3, 2. Ja. Kann man annehmen. Weil der bringt. In den paar, zwei, drei Spielen, die er gespielt hat, hat er nichts wirklich was gebracht. Boah, Giray. 631 Millionen von Newcastle. Ich möchte aber auch gerne mal ein bisschen Transfer. So, ihr möchtet 40 Millionen, 40 sagen wir mal, komm, 40, gehen wir mal hoch. So war das nicht geplant. 40 Millionen für einen, oh, ich muss auch mal reagieren auf den Transfermarkt. Aber ich muss da mal definitiv, nochmal. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Aber ich habe jetzt eine dicke Kohle gekriegt. Okay, das habe ich geplant. Den Transfer, den hatte ich angeplant, den Transfer. Aber Giray hatte ich nicht eingeplant. Gregorio Jimenez wechselt nach Kortrijk. Ja. Oh, Gregorio. 40 Millionen wechselt der. Warte mal. 40 Millionen bringt er mir. Ablehnen. Ja gut, das ist halt unser Abwehr. Eigentlich ist es unser Abwehr. Das tut natürlich jetzt extrem weh. Jetzt muss ich überlegen, wen hole ich nach. Wenn ich hole, wen kaufe ich. Der Transfer wird jetzt richtig wehtun. Giray wechselt für rund 40 Millionen zu Newcastle United.
Das tut natürlich extrem weh, wenn ich niemals. Das war eigentlich nur sehr, sehr hoch gegriffen. Verhandeln. Leihe ohne Kaufoption, bitte. Nee, dann ist das Thema durch. Eventuell wird er dann tatsächlich sogar die Galan. Was wechselst du? 29,6 Millionen? Jo, passt. Könnte haben. Das heißt, ich muss aber definitiv auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ich habe natürlich jetzt meinen Abwehrchef verloren. Aber wen könnte ich da jetzt holen für? Natürlich habe ich jetzt mit Dani Olmo natürlich jetzt einen. Gut, ich habe ja mit Jirai, ich habe ja Nunez noch, ich habe ja eigentlich noch Alternativen, das ist es ja nicht. Ach, scheiße, ey. Die Frage ist, was wird ein Kepa bringen? Was wird, also ich hatte ja Kepa auf meinem Schirm. Die Frage ist, was kostet der? Der ist auch 28 schon, ne? Was hat denn der für einen Marktwert? Beobachten. So. La Liga. Ich brauche natürlich jetzt eine Abwehr. Also, Jirai, klar, das tut natürlich extrem weh, dass der jetzt geht, aber es wird schon klappen irgendwie. Real, so sieht das. Defensive. Hugo González. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter, dass man das. Ja, das sind halt leider keine Positionen. So. Merino. Das war jetzt der andere, den ich so ein bisschen. Kepa, Merino, Olmo hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm und jetzt muss ich gucken, was hat denn der für einen Fall in der Freigabesumme? Den kann ich gar kein Angebot machen. So gerade nebenbei. So, das hatte ich jetzt ein bisschen bitter. Warte mal. Ja gut, okay. Ja, da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es wieder Libre von der Streitliste, von der Leihliste streichen, wahrscheinlich die Alternative vorne drin ist. Als Nummer 3, als dritter Stürmer. 25 Jahre alt, soll wohl sich sehr gut spielen lassen. Deswegen werde ich ihn tatsächlich mit vorne mit reinziehen. Geburte blocken. Gut, viele sind dabei jetzt. Ah, dass ich jetzt natürlich den Links verliere da. Akzeptieren. Sierra, der soll eigentlich gar nicht so schlecht sein. Was ist denn das für ein Werten? Wie groß ist denn der? Das sieht man ja nicht, ne? Ja gut, also du hast, ich habe halt Alternativen. Also Vivian kann natürlich definitiv da reinsetzen. Der wird wahrscheinlich gehen. Das ist natürlich jetzt bitter. Also. Region. So. Ja.
Ja, wie Galan, okay, das war ja klar. Er ist eigentlich auch nur eine Notlösung gewesen auf der Position, deswegen ist es soweit okay. Ich habe 91 Millionen auf dem Kader, auf dem Markt. Ich könnte ihn natürlich jetzt verpflichten. Kaum vorschlagen. Gegenangebot. Ihr kriegt die 60 Millionen. Und okay, Finger weg von Muni. Ihr kriegt 60,5. Ihr kriegt Muni, ihr könnt. Warte, nein, 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 nein! Nein, 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 das war auch nein! Scheiße! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte natürlich Mirino verpflichten, ja! Ich werde leider, ich werde jetzt was anderes probieren. Ich werde das Ding nochmal knapp. Verhandlungen beenden. Ich werde das Thema beenden. Es ist jetzt natürlich ein bisschen bitter, dass ich jetzt natürlich die Ablösung nicht habe. Weil ich will Merino verpflichten. Ja. Aber ich wollte nicht Munia ihn halt dafür abgeben. Das war jetzt nicht anders gemeint, nicht so geplant. So. Gut, ich gucke jetzt auch mal, wenn jemand. Scheiße. Weil, wenn ich das jetzt angeboten habe, das Angebot. Ich hätte wohl ja ihn plus 60 Millionen abgegeben. Das wollte ich nicht. Die wären 40 Millionen plus gewesen. Die wären gnadenlos weg gewesen. Ah, boah. Ja, ja. La Liga. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich da jetzt noch mal eine Alternative verpflichte. Real Sociedad, ich möchte mich gerne noch Linksverteidiger verpflichten. Ich keine Alternative auf der Position, ne? Tudim, tudim, tudim. Sonst muss ich nochmal scouten. Ja, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass ich nochmal scouten darf. So, Scouts. Scouts, was hast du da auf der Position, auf der Linksverteidigerposition? Also definitiv hast du gar nichts, ne? Das war natürlich nicht so geplant. Jugendstab. Scouting, Netzwerk aufbauen, Südeuropa, Spanien. Defensiv stark. Wahrscheinlich, oder? Defensiv stark, ja. So. Scout-Brille lesen. Hast du eine Alternative auf der Position? Das ist ein Rechtsverteidiger. Das tut natürlich jetzt, ist natürlich jetzt blöd. Ich muss natürlich jetzt gucken. Ja, so nochmal Linksverteidiger. Franzose, was hat denn der Potenzial? Das ist gar nichts, was Potenzial betrifft. Keeper. 75. Das wäre natürlich hier 80er bis 94er. Verpflichten wir. Auf jeden Fall. 76 bis. Ja, ich möchte. Oh, das wird einer. Definitiv. Der hat schon 1,5 Millionen Marktwert. Dann brauche ich keinen Keeper zu verpflichten, keinen Ersatzkeeper zu verpflichten. Dann werde ich auch noch seine eigene Jugend holen. Ja. Super.
werde dich jetzt Brasilien scouten, aber mal gucken, vielleicht finde mal der Ronaldo. Oh, ich, ja. Santorino, Genua, vergiss es. Was? So. Delegieren. Ich bin kein Fan von lauen Kaufoptionen. Ungelesen, nein. So. Francisco Maresca wechselt nach Frankreich. Mein Gott. Entschuldigung. Ich habe eben schon den Verteidiger verloren. Renatier, der spielt sowieso kaum. Aber ich werde jetzt Marino verpflichten. Das Merino verpflichten. Das wird auch das Letzte, was wir diese Folge tun. Entschuldigung. Ja, Abzocker. Eigentlich war das es. Gut, dadurch, dass wir jetzt erstmal noch nicht abgeben wollen. Sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder und da gucken wir nochmal.